Der Herr Hubble hat diese Cepheiden benutzt und hat damit einige hochinteressante Entdeckungen gemacht. Neben der Entdeckung, dass das Universum, von dem wir gleich hören werden, expandiere, hat er vor allen Dingen unser Weltbild dahingehend erweitert, dass es noch andere Galaxien gibt als nur unsere. Die Kenntnis, dass diese merkwürdigen Flecken am Himmel keine Nebel sind, die zu unserer Milchstraße gehören, sondern dass es sich dabei um eigenständige Galaxien handelt, die Millionen und Abermillionen von Lichtjahren von uns entfernt sind, die ist noch gar nicht so alt. Es ist ein bisschen so die Geschichte wie im Mittelalter, als es hieß, die Erde drehe sich um die Sonne. Hier, ihr habt es doch nicht mehr alle, das kann doch gar nicht sein. Wenn sich die Erde um die Sonne dreht, dann würden sich doch die Positionen der Sterne am Himmel verändern. Das sehe ich doch an meinem Daumen. Linkes Auge zu, rechtes Auge zu, dann springt der Daumen hin und her. So wäre es doch auch am Himmel, wenn die Erde sich um die Sonne drehte. Man hatte nicht bedacht, dass die Sterne so weit von uns entfernt sind, dass dieses Springen erst dann beobachtbar sein wird, wenn man das Auge verlängert mit einem Fernrohr. Wir Menschen sind irgendwie immer darauf aus, unsere Welt viel kleiner zu machen, als sie tatsächlich ist. Legen wir los. Aber wieder zurück zu Edwin Hubble. Mit Hilfe der theoretischen Leuchtkraft der Cepheiden, der zugrunde liegenden Theorie und der Verschiebung der Spektrallinien, darauf sind wir am Anfang eingegangen, konnte er nun Punkt für Punkt Entfernung und Fluchtgeschwindigkeit der beobachteten Objekte in einem Diagramm zusammentragen. Anhand ähnlicher Beobachtungen hatte Georges Lemaître bereits 1927 erkannt, dass sich weit entfernte Objekte tendenziell von uns wegbewegen. Damit hatte er dem etablierten Weltbild eines ewig statischen Universums bereits einen empfindlichen Wirkungstreffer verpasst. Edwin Hubble legte nun ein Lineal an und zeichnete durch seine Messpunkte eine Gerade. Einen linearen Zusammenhang zwischen Entfernung und Fluchtgeschwindigkeit. Gewissermaßen ein kurzer Strich für einen Menschen, aber eine lange, zukunftsweisende Linie für die Naturwissenschaft.